So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Heroes in Generals. Ja, wir sehen hier, der Krieg ist vorbei. Es gibt einen Krieg. Wir gucken jetzt mal kurz rein. Und dabei sehen wir, die Abis haben gewonnen. Und dann sieht man hier Männer verloren, Panzer verloren und Flugzeug. Also es kommen noch Panzer und Flugzeuge. Da bin ich echt mal gespannt, was da noch kommt. Wir werden einfach mal zum nächsten Krieg weiterziehen. Wir gucken, was jetzt passiert. Okay, ist einfach so. Gut, wir sind mit dem Peterson noch nicht so weit oben. Ich würde mal sagen, ab in den Kampf. Wir gucken mal bei dem Krieg rein. Um den Krieg zu gewinnen. Und weil wir gerne mit dem hier spielen, gucken wir mal kurz hier rein. Rang 5 brauchen wir. Also es sind noch ein paar Pünktchen, die wir bis dorthin brauchen. Aber wir kriegen dann genug Geld, das muss man mal sagen. Und Veteran werden, dann bezahlt man dafür. 25 plus Credits. Ist echt teuer, muss man mal sagen. Deswegen nein, danke. Und okay. Okay. Und wir gehen in einen normalen Kampf. So, da sind wir bei der Charm, keine Ahnung, was das bedeutet. Hockey Village beim Dorfschanzmützel. Ja, wir haben einmal, wir haben hier zwei, wir haben den Zugangspunkt Süd und den Zugangsport Nord. Ja, da hat mein Handy vibriert. Das sind jetzt nicht gerade so wichtige Nachrichten. Denn ihr seid ja draußen wichtig, aber diese Vibration, das kann schon einem auf den Zeiger gehen. So, damit ihr seht, wie lange das eigentlich lädt. Ja, jetzt fängt es an zu laden. Es hat eine Ladezeit, die schon etwas länger dauert. Aber dafür ist das Game immer noch ein richtig geiles Game von meiner Seite aus. Muss man mal sagen. Und wir gucken mal, ob wir heute wieder was reißen können. Die letzten beiden Male waren nicht so unbedingt das Beste. Aber wir bekommen es schon hin. Da brauchen wir keine Angst haben. Ja, es dauert ein bisschen lange zum Laden. Ihr merkt's. Gerade dieses letzte Fitzel, ey. Dauert ewig. Jetzt. Wir müssen warten, bis einer stoppt und dann können wir reingehen. Wir haben hier immer noch unser M1G und unser MK2 am Start. Kampfeinheiten sind nur zwei? Was haben wir gekriegt? Warum sind nur zwei Moderatoren? Achso, bei denen kann ich reinstellen, glaube ich, war es so. Na Leute, kommt, stoppt doch. Ah, jetzt. Wollen wir dann hier mal hinstellen und gucken mal, was wir machen können. So, ich weiß jetzt nicht, was motorisiert heißt, was die damit meinen. Ich will aber erstmal irgendein Fahrzeug haben. Auch wenn ein Fahrrad nicht gepanzert ist, steht ja immer dann da, dass es gepanzert ist, was eigentlich irgendwie keinen Sinn ergibt. Aber okay, wir machen uns mal auf den Weg. Deutschland hat das Bauernhaus erobert. Na ja, dann geht's ja los. Dann wollen wir mal. Ja, ich habe meine Launch America Chateau. Was? Chitau. Chitau. Amerika-Ruine. Ja, ich bin Amerika. Und hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier sind sie. Oh, da kommt's an, da kommt's an, da kommt's an. Da war ja jemand. What? Wo ist er hin? Hä?
Oh mein Gott, ganz hinten im Gebüsch. Das ist ja die fieseste Sache, die ich hier erlebt habe. Und wir steigen wieder ein. Mal aufgestiegen. Auch wenn das vielleicht nicht wollte. Nein, ich wollte nicht absteigen. Oh, bin ich ein Depp. Bin ich ein Depp. Bleib stehen, Junge. Bin aus der See abgestiegen. Das tut mir leid. Ja, das Game gefällt mir ja richtig. Das habt ihr, glaube ich, schon mitbekommen. Das würde ich auch eine Zeit lang spielen, so wie Mafia 2. Das spiele ich hundertprozentig durch, auch wenn keine Leute dazu gucken. Das ist wie Minecraft, das Projekt, das läuft. Also das Projekt läuft hundertprozentig weiter. Oh, liegt da noch eine Waffe? Gewehrteife, oh. What the fuck, das ist ja selbst ein Sniper-Gewehr. Also die Waffe gefällt mir, ist ja richtig nice, wenn du es so nimmst. Hey Jungs, bleibt weg, geht weg, geht weg. Ich bin ein Sniper. Das sind unsere Leute. Feind in Sicht, da sehe ich leider keinen Feind. Ah, es ist schon praktisch hier Zielrohr einstellen. Ich muss mir vielleicht mal auch jemand zeigen, damit ich das mal ausprobieren kann. Junge, bleib ruhig. Da ist niemand. Wir machen mal hier keine Punkte, wenn wir nur hier rumstehen. Na gut, dann gehe ich jetzt raus und wechsle erstmal auf die 1. Ah, jetzt habe ich die Waffe verloren oder was? Oh, das ist richtig scheiße, Leister. Warum verliere ich die Waffe dann? Da ist jemand. Oh ja, da versteckt er sich ganz unten. Da versteckt er sich ganz unten. Wohl. Oh, Fahrzeug. Auf das Fahrzeug wollen wir. Ist hier noch jemand? Also dort oben, aber der sieht so aus, als ob der sich nicht bewegt. Deswegen machen wir uns mal hier auf den Weg. Wie gesagt, geil wäre es noch, wenn man hier draus schießen könnte. Das wäre noch richtig pornös. Ja, steig aus, wenn du willst. Sag doch Bescheid, wenn du aussteigen willst. Menno, Menno, Menno. Also ich warte leider drüber. Weil es sieht aus, als ob wir das übernehmen dürfte und da werden viele, viele Leute sein. Das wird nicht gerade gut sein. Guck mal, da ist doch jemand. Okay, eine Tellermine. Mensch, will hier niemand einsteigen? Los geht's! Amerika hat B neutralisiert. Ach du Heilige, was war das jetzt? Hat der hier oben geschossen? Ich hab nicht aufgepasst.
Das ist ein Feind. Also wenn hier jetzt ein Tele... Alter, Leute. Telemine und jetzt drei Leute oder vier Leute? Da lag noch einer. Da hinten lag noch ein. Ach man. Ich bin das nicht schön. So. Willst du fahren? Oder ich? Na, dann fahr ich. Guck mal, da ist doch einer. Cool, ich habe Grabpunkte bekommen. Da war doch gerade jemand, oder? Ich hab den doch... Die übernehmen das hier vollkommen. Oh, 5 Tode, 1 Kill. Ihr wollt mich wohl am... lecken. Ey, das ist doch... Nee, 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 nee. Da will man einmal in das Auto einsteigen, aber uns ist natürlich nicht. Aus dem Posten halten. Ah, keine Ahnung, was das für ein Zeichen zu bedeuten hat. Eine Panzerfaust. Hey, der hat mich mit einer Panzerfaust einen Beintreffer. Ja, ich sehe natürlich auch so aus. Nee. Ey, anstatt dazu zweit kämpfen möchte, nein, natürlich nicht. So. Neutralisiert. Wollen wir mal gucken, das sind's. Ey, hier kommen aber alle von uns hier hin. Und ich sehe schon, dass wir verlieren. Und ich gleich wieder sterbe. Hier ist einfach viel zu viel los. Hoch. Also hier oben scheint niemand zu sein, das ist gut. Komm, Fahrzeug. Das ist unser. Da drüben schießen sie hin und her. Fuck! Ey, aber man muss sagen, die Reaktion von mir war auch jetzt gerade gut. So, hier wollen wir jetzt einsteigen. Ey, wir müssen jetzt dorthin. Wir müssen das Ding sowas mal beschützen. So was habt ihr noch niemals in eurem ganzen Leben gesehen. Und es wird eine extrem lange Folge. Oh ja, ich bin selbst hier drinne. Ja, Junge, warum fährst du vorbei? Los, dreh um! Dreh um, Junge! Warum drehst du dich nicht um? Was soll das so ein Trick? Dreh dich um! Alter, dreh dich um, ja. Was soll das? Der Typ dreht sich mir nicht um. Ey, das ist so ein... Warum hat denn der sich nicht umgedreht? Ich hätte so gut abschießen können. Ich hätte die so gut treffen können. Nein. Er muss natürlich weiterfahren.
So, denkt dran, da unten das Wasser, Junge. Und die haben es übernommen. Die haben es übernommen. Die haben es übernommen. Jetzt wollen wir mal aufpassen. Hier steht noch ein Fahrrad rum. Der macht das gut. Ich hätte jetzt... Ich will C übernehmen. Fuck, 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 nie mal getroffen habe ich den. Ach, ich laufe die ganze Zeit nur zur Seite. Mann. So, jetzt von hinten rein. Nein! Warum habe ich nicht mehrmals geschossen? Ey, aber das war jetzt gerade ein sehr guter Angriff, muss man sagen, von mir. Respekt an mich selbst. Und die Roten werden gewinnen. Also die Deutschen werden gewinnen. Obwohl es wieder gut ist, weil ich Deutscher bin. Was aber Scheibenkleister ist. Weil ich dann verliere. Hey. Oh, die haben alles. So. Da stehen sie direkt neben mir. So, es lohnt sich jetzt überhaupt nicht mehr reinzugehen, deswegen würde ich sagen, wenn euch der ganze Spot gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten. Schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Mit 86 EP vielleicht nicht ganz so gut. Rangliste sind mal der 12. von der Runde jetzt, wie es aussieht. Und der Kampf allgemein. Naja. Wir können ja mal kurz gucken, mittlere Panzer, schwere Panzer, Jagdpanzer, Transportflugzeuge, Fallschirmjäger, Kampfpiloten, Kampfflugzeuge. Also hier wird wohl noch einiges auf uns zukommen. Völlig angepasste Zielhilfe. 25% schneller, okay. Gut, da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gebt einen Daumen nach unten, schreibt mir natürlich in den Kommentary, ob ihr es weitersehen wollt oder nicht. Das ist natürlich ein wirklich geiles Game, muss man sagen. Und wenn man hier guckt, ich habe fast die hier zusammen, die Grease Gun. Ich muss jetzt, ja, das ist... Was soll man machen? Machen. Oh, ich habe Rang fertig. Oh. Ja. Und 74 für den Rang, ja, für 8000, das ist schon gewaltig, Egon. Ja, dann wollen wir mal... Oh. Hans, also, komm rum. Dann wollen wir mal versuchen, mal ein bisschen nochmal zu spielen. Aber ein bisschen auf also außer der ganzen hier Sache. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.